Sie haben Männer fest im Griff, jedenfalls die von der Stange. Die 24-jährige Petra Andres und die 27-jährige Chandra Otto. Die beiden Berlinerinnen sind Spitze am Kickertisch, deutsche Vizemeister im Doppel. Vorbei der Männerstammtisch in der Kickerkneipe. Bis jetzt hat es gestimmt, aber es wird sich immer mehr ändern, wie man ja sieht. Also ich meine, Lilly ist auf jeden Fall ja schon echt eine sehr, sehr starke Frau. Da ist es auch irgendwann unabhängig vom Geschlecht. Das heißt, sie ist einfach eine gute Spielerin. Man könnte auch sagen, ein guter Spieler, ja, ganz bewusst. Aber es war auf jeden Fall eine starke Männerdomäne, würde ich sagen. Also man sieht, ich war gerade letzte Woche in Dänemark und da war, vor 2 Jahren waren da also nicht besonders viele Frauen. Und dieses Jahr waren tatsächlich 30 Teilnehmerinnen, sogar im Einzel, was eigentlich immer recht, also wovor sich viele drücken. Denn da wird gegen Jungs gespielt. Und den direkten Vergleich scheuen die beiden dagegen nicht, denn beim Kickern müssen Mädels in nichts nachstehen. Man hat halt als Frau keine körperlichen Nachteile, wie, keine Ahnung, beim Gewichtheben oder so oder auch beim Fußball. Also es ist Geschwindigkeit und Kraft spielen hier halt einfach keine Rolle. Man hat keine körperlichen Nachteile. Das meiste ist halt Technik. Und fingerfertig sind sie. Abroller. Und zwar ist der Ball unter der Figur geklemmt, vorne. Und die Hand ist geschlossen, aber der Daumen darf nicht um die Stange greifen. Und man zieht den Ball dann zur Seite und in der Seitwärtsbewegung öffnet sich die Hand und durch das Hochziehen schießt man dann den Ball. Und in schnell sieht das dann halt ganz anders aus. Und zwar so. Macht es Frauen auch einfach Spaß. Siehst halt, wenn eine Frau am Tisch steht, hört Spaß dran. Männer haben genauso Spaß dran, wenn Frauen spielen. Eigentlich spricht überhaupt nichts dagegen. An sich müssten wir überflutet werden, sozusagen. Und ich denke, es wird auch noch viel mehr werden. Damit es klappt, gibt es in Berlin sogar ein Landesleistungszentrum. Danis Kickerparadies in Moabit. Kein Rauch, kein Alkohol. Hier hat alles einen familiären, aber trotzdem sehr ehrgeizigen Touch. Petra wurde hier sogar Nationalspielerin. Und viel Spaß noch. Ich kann nicht sagen, es wäre ein Traum in Erfüllung gegangen, weil ich niemals daran gedacht habe. Also es kam für mich alles sehr überraschend. Ich habe halt letztes Jahr die Nominierung bekommen und ich habe da niemals drüber nachgedacht. Es war total überraschend. Und ich mag es auf jeden Fall unglaublich gerne. Während Chandra aufs Mathestudium setzt, konzentriert sich Petra voll auf ihre Profi-Kicker-Karriere. Sollte sie aber jemand zu zweit in der Kneipe entdecken, Vorsicht Jungs, jetzt ist Mädelszeit.